Hallo und willkommen hier zu Yu-Gi-Oh! News und zwar Link Frayns Box. Ich weiß nicht, ob es zu uns kommt, es wäre so genial, wenn es zu uns kommt. Ich glaube es aber nicht. Und zwar, diese Karte beinhaltet vier alternative Artworks von bestimmten Charakteren des Ace Monsters. Und können wir das nicht öffnen? Nein, das geht nicht. Auf jeden Fall links oben ist Firewall Dragon. Mit ein alternatives Artwork. Rechts oben dieses Warlord Dragon, der von Revolver. Dann rechts unten ist das Gookie Monster. Und links unten ist das Trickster Monster von Blue Angel. Und ja, was soll man schon dazu sagen? Ich meine, wow, ich hoffe, das kommt auch zu uns. Ich hoffe es so sehr. Ja. Ich kann sonst nichts anderes sagen, außer dass auch mal ein neues Structure Deck hier rauskommt. Structure Deck R. Oder Curse of the Dark. Und dieses Structure Deck, ich weiß nicht, ob das Bild irgendwie was damit in Verbindung zu tun hat, aber dieses Structure Deck baut auf Finsternismonster auf und kommt 2018, also vielleicht auch zu uns, ich weiß es jetzt nicht. Ja, es benutzt Finsternismonster mit 9 Karten und die man auch in dieser jetzigen Umwelt von Karten gut nutzen kann. Und hat ein 40-Karten-Deck natürlich mit einem nicht mehr so natürlich, also kein Extra-Deck anscheinend, mit einer Promotional-Card, keine Ahnung, was das ist, vielleicht ist es eine Extra-Deck-Karte, keine Ahnung, und eine Special-Token, yeah! Und es werden auch anscheinend Hüllen mit demselben Motiv auch released. Ja, ich bin gespannt, was für Finsternismonster-Karten hier kommen. Ich glaube, es wird sehr gut sein, weil Finsterniskarten sind meistens stark. Okay, das war's auch wieder mit den Yu-Gi-Oh! News. Dann bis zum nächsten Mal.